Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es sind noch knapp 60 Tage, dann geht die Messe der Caravansalon 2023 los. Wir blicken einmal wieder voraus und wann geht's los? Nach dem Intro. Bevor wir das Preview natürlich jetzt anfangen, wollen wir einen Hinweis fast in eigener, fremder Sache, auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Seite hinweisen, wo ihr viele Informationen, Tipps, Tricks und sonstiges zum Caravansalon in Düsseldorf erhaltet. Und zwar hin-fahren.de. Ich hätte jetzt einfach nur hinfahren gesagt, aber es heißt halt hin-fahren.de, weil wenn ihr auf hinfahren.de landet ihr auch bei Pinterest. War völlig irritiert. Auf jeden Fall ist das von Katja. Genau. Liebe Grüße erstmal in der Richtung. Und das ist die erste Anlaufstation, wenn ihr die notwendigsten Daten für einen Aufenthalt beim Salon braucht. Für uns ist die Seite immer eine Inspiration gewesen, weil wir auch sehr viele Informationen dort holen konnten. Und deshalb gleich am Anfang Werbung für diese sehr gute Sache. Genau, Katja macht da immer sehr, sehr gute Recherchen, was den Caravansalon betrifft, Fahrzeugvorstellung, beziehungsweise auch, was gibt es zu sehen, was sind die neuen Sachen, die es auf der Messe gibt. Also es lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen. Genau, und jetzt gucken wir mal, was erwartet euch beim Caravansalon? Was erwartet euch auf der Messe 2023? Erstmal vom 25. August bis zum 3. September wird in 16 Hallen und natürlich dem Freigelände die neueste Generation an Reisemobilen, Caravans und Campervans präsentiert. Neben den Fahrzeug-Highlights findet ihr in den drei Bereichen Technology and Components, Outdoor and Equipment sowie Travel on Nature. Willkommen in der Internationalität, aber es ist immerhin die größte Messe der Welt. Zusätzlich natürlich eine große Auswahl rund um Zubehör, technisches Equipment, Ausbauteile, Dachzelte, Mobilheime, Caravaning und Campingzubehör, Outdoorbekleidung und Ausrüstung, Reisedestinationen, Campingplätze sowie Reisemobilstellplätze. Der Caravansalon in Düsseldorf ist und bleibt die weltweit größte Messe für Wohnmobile, Caravans und Ausrüstung. Ende August werden insgesamt erneut über 700 Aussteller vertreten sein, die eine vollständige Marktübersicht eigentlich mit zahlreichen Weltpremieren präsentieren werden. Bisher jedoch halten sich die Hersteller noch ziemlich bedeckt, aber ein Caravansalon ohne irgendwelche Premieren, naja, das wäre eine Weltpremiere. Für die Neuansteiger hat der Caravansalon mit der Starterwelt, die findet ihr in Halle 7, direkt am Eingang Nord, eine serviceorientierte und kundenfreundliche Beratungsstelle im Angebot. Dasselbe haben sie letztes Jahr schon gemacht, dies Jahr also noch einmal. In verschiedenen Themenwelten, so wird ein Schuh draus, erfahren Einsteiger, aber auch routinierte Camper oder Caravaner Interessantes und Wissenswertes rund um die mobile Freizeit. Experten geben in der Starterwelt Praxistipps, Empfehlungen zu Fahrzeugtypen, Reiserouten und der richtigen Campingplatzwahl. Und stehen sie auch für eure konkreten Fragen und individuelle Beratung zur Verfügung. Also da habt ihr ein rundum sorglos Paket in der Starterwelt Halle 7 direkt Eingang Nord. Die Sonderschau Selbstausbau wird auf dem Freigelände vor den Hallen 13 und 14 zu finden sein und stellt eine direkte Verbindung zum Angebot dieser Aussteller dar. Also ihr geht darauf, guckt euch das an, Selbstausbau, und dann geht ihr einfach in den Hallen 13 und 14 und könnt ihr das Zubehör gleich kaufen. Besser geht's ja nicht, ne? Denn bei keiner anderen Veranstaltung für Caravaning in der Welt finden Fachleute sowie Endverbraucher ein größeres, umfassendes und internationales Produktangebot im Bereich für Zubehör, technisches Equipment und Ausbauteile. Viele der Einbauteile, gerade gesagt, die bei entsprechenden Umbauten gebraucht werden, sind dann direkt
bei den Zubehörausstellern in den benachbarten Hallen zu finden. Das heißt, ihr geht erstmal zur Sonnenschau Selbstausbau, dann geht ihr in den Hallen und schon habt ihr viel, viel Geld ausgegeben. Das Traumtouren-Kino kehrt in diesem Jahr mit einer eigenen Location zurück und wird in Halle 1 Obergeschoss eine neue Heimat finden. Das bewährte Traumtouren-Trio Jeanette Emmerich, Konstantin Abad und Uwe Hamm nehmen den Besucher und Besucher mit auf die Reise in spannende Camp-Caravaning-Destinationen und sorgen mit großem Unterhaltungswert und Charme für eine inspirierende Auszeit während des Messebesuchs. Und wer Traumtouren-Kino schon kennt, dem empfehlen wir natürlich die OFT, die European Outdoor Film Tour. Wundert euch bitte nicht, warum ich immer in die Richtung gucke, denn da sind meine Informationen, die kann ich nicht auswendig lernen. Denn das ist eine spektakuläre Outdoor- und Abenteuer-Filmreihe. Am Freitag, dem 1. September, auf der Bühne Traveler Nature Connect in Halle 3. Da seht ihr einfach mal ein Best-of. Und die EOFT-Filme, die entführt euch einfach als Zuschauer in die Welt des Abenteuers. Und sie, also gemeinsam mit den Darstellern, an eure Grenzen einfach gehen. Beim Bergsteigen, Klettern, Mountainbiken, Kajaken, Paragliden, Skifahren, Snowboarden und. Also die European Outdoor Film Tour findet dieses Jahr wieder statt. Am 1. September in Halle 3. Wir selber sind ja E-Scooter-Fahrer und auch für uns E-Scooter-Fahrer oder E-Biker gibt es was natürlich auf der Messe, denn die Urlaubsform Caravaning ist ja ganz besonders gut geeignet, um halt die Urlaubsorte mit dem E-Fahrzeug oder Fahrrädern zu erkunden und einfach mobil zu sein. Das haben wir hier gerade selbst erlebt, wo wir das Video drehen. Im Freigelände vor Halle 15 bietet der E-Bike-Parcours euch die Gelegenheit, in einem separaten Terrain die Fahreigenschaften von Elektrobikes, Elektrorollern sowie Eco-Movern auszuprobieren. Wie immer natürlich die große Frage, wo finde ich eigentlich was auf diesem riesen Messegelände? Und da wollen wir euch jetzt die wichtigsten Informationen liefern. Denn in der Halle 1 könnt ihr die Familie von Knaus Tabbert erkundschaften, wenn alle Fender auch wieder gut befestigt sind. Ihr wisst, da gibt es eine Rückkaufaktion, hat sich Knaus Tabbert nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber wie gesagt, in Halle 1 könnt ihr einfach mal schauen, sind die Fender alle fest. Und natürlich, das haben wir gerade gesagt, im Halle 1 Obergeschoss, dort findet ihr die bereits erwähnte Traumtouren-Kino. In Halle 3, da findet ihr alles rund um Travel Nature, Zelte, Dachzelte und. Ihr seht hier die ganze Zeit auch eingeblendet, einmal den Hallenschnitt. Es hat sich nicht viel geändert zum Saison 2022. Das ist das Schöne, es gibt Dauerverträge mit den jeweiligen Herstellern, so dass sich nicht sehr viel ändert, dass ihr eigentlich immer wieder dieselben Plätze finden könnt. Das heißt, wer das Buch von 22 hat, so viele Überraschungen gibt es dann nicht. Ja, in Halle 5 die allzeit beliebten und preislich absolut nicht in unserer Klasse stehenden die Premium-Fahrzeuge wie Morelo, Phoenix, Bimobile, Concorde und andere. Das wie immer in Halle 5 die Premium-Halle. Ob wir uns das anschauen, das wissen wir natürlich noch nicht. Ja, Halle 6, da geht es dann wieder um die große Auswahl von Wohnmobilen von Bürstner bis Hümer, alles mit dabei. Ja, ihr seht es auch immer noch eingeblendet. Wir waren in der App unterwegs und haben das ja mal hochgescrollt, was ihr da so finden könnt. Wie gesagt, viel Änderung zu letztem Jahr, wie gesagt, nicht. Ja, Halle 7a, da findet ihr die Starterwelt, die Blogger-Lounge und ein vielfältiges Bühnenprogramm. Wir sind sehr gespannt, was es diesmal alles so zu sehen gibt. Ja, und die Halle 9, das wisst ihr, steht auch 2023 ganz im Zeichen von Hobby und Fan. Natürlich ist Kabe auch mit dabei, aber Hobby-Fan. Wenn ihr da Hobbyfans seid, dann seid ihr da richtig. Ja, Halle 10, Reisemobile und Vans von Adria Forster, also von Adria bis Forster, also beziehungsweise allgemein die Trigano-Gruppe, die findet ihr dort. In Halle 11 genauso weitere Fahrzeuge aus der Trigano-Gruppe und Co. Halle 12, wie in den letzten Jahren, ist wieder Platz für die große Pössl-Familie mit Campster, Vanster und so weiter und so fort. Dann kommen wir zu Halle 13. Ja, da ist alles aus dem Bereich Technology und Components, also mit Herstellern wie Alde, Biotoy
und viele weitere, die ihr dort findet. Das wird immer euch angezeigt hier gerade. Ja, Halle 14 geht es weiter mit Ass-Technik, Dometic, Truma, Remi und. Also alles dort zu finden. Ja, wenn ihr wieder Vans sehen wollt, dann geht ihr in Halle 15. Da geht es nämlich richtig wieder los mit Reisemobilen und Vans wie Kammermobil, Lastrada, Nordvan GmbH, Westfire und. In Halle 16 wie immer die große Carthago-Familie und die Rapido-Gruppe. Ja, und zum Abschluss, wenn ihr es geschafft habt, in Halle 17, da gibt es die Pilote-Gruppe mit Frankia und Co. Der nächste Bereich, der wieder interessant ist, ist natürlich die Ticket und Kosten. Gleich von vornherein, die Öffnungszeiten sind wie immer von 10 bis 18 Uhr. Da begrüßen euch die Messehersteller. Stimmt gar nicht, die Hersteller und halt die ganzen Messeleute auf dem Gelände. Also 10 bis 18 Uhr jeden Tag. Es gibt auch wieder einen Preview-Tag. Da kostet die Tageskarte 35 Euro. Ermäßigt 30 Euro, wenn ihr also im ADAC seid oder halt auch im Caravan Salon Club. Da bekommt ihr Ermäßigung. Ja, und Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in Begleitung bezahlen 8 Euro. Nur der Preview-Tag. Und wir gucken uns jetzt einfach mal allgemein die Kosten an. Also von Montag bis Freitag, es gibt einen Unterschied, ob du wochentags kommst oder am Wochenende. Montag bis Freitag, die Tageskarte kostet 17 Euro. Wenn ihr Clubmitglied seid oder halt ADAC, da empfehlen wir euch mal die Seite von PinCamp. Wird auch gerade mal eingeblendet. Da kostet sie halt nur 14 Euro. Ja, Tageskarte für Kinder 6 Euro. Wie gesagt, mindestens in Begleitung von einem Erwachsenen, sonst ist nicht. Da alle, die unter 6 Jahre sind, sind kostenfrei. Ja, und es gibt auch wieder eine Nachmittagskarte von 14 bis 18 Uhr, die kostet 10 Euro. Wochenende wird alles teurer, da müssen wir nämlich auch Zuschläge bezahlen. Ne? Sonntags gibt es 50% steuerlich vielleicht für die Leute, die dort arbeiten, deshalb wird es auch teurer. Nur eine Mutmaßung, die Richtigkeit sind ohne Angaben von Gewähr. Ja, da kostet nämlich das Ticket 2 Euro mehr, 19 Euro, die Tageskarte ermäßigt 16 Euro. Und Kinder von 6 bis 12 Jahren bezahlen 8 Euro. Alles, was über 12 Jahre ist, bezahlt den normalen Ticketpreis. Ja, Stellplätze gibt es auch. Da gucken wir auch kurz rein. P1, P2 für Caravan-Clubmitglieder. Wieder ganz normal 18 Euro. Normalpreis 20 Euro. Das ist bekannt. Alles zum Thema Essen auf der Messe. Gibt es wie immer auf dem Freigelände, so wie letztes Jahr auch. Hunde auf dem Gelände. Ja, sie sind erlaubt. Wir raten euch natürlich wieder ab, idealerweise nicht mit Hund zu kommen. Es ist halt einfach nicht der richtige Platz dafür, wobei wir es nachvollziehen können. Ihr wollt euch ein Wohnmobil oder ein Zelt kaufen, wollt natürlich gucken, passt das mit Hund. Wir können es nachvollziehen, aber ihr wisst, es sind so viele Menschenmassen, nicht so gut. Aber sie sind natürlich erlaubt. Genau wie Kinder, die sind auch erlaubt. Ja, parken auf dem P1, ne, zur Messe. Es ist ja Europas größter Stellplatz. Da könnt ihr wahrscheinlich ab heute auf der Webseite entsprechend die buchen. Wichtig, ihr müsst erst ein Ticket haben, also ein Tagesticket, und erst dann könntet ihr einen Stellplatz buchen. Andersrum geht es nicht. Erst Stellplatz, dann Ticket. Leider, no. Ihr müsst erst ein Ticket haben für die Messe. Auf jeden Fall alles rund um dieses Thema und viele, viele Tipps. Da empfehlen wir euch nochmal die Seite von Katja, hin-fahren.de. Da bekommt ihr wirklich alle Informationen und viele, viele geniale Tipps. Und deshalb schaut da einfach mal rein und da bekommt ihr alles eigentlich, was ihr braucht. So, für das erste Messe-Update, dem Preview, soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wir werden euch die nächsten Wochen weitere Updates liefern, sofern wir Informationen natürlich vorrätig haben. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. It's so easy to see that you're in love with me.